hier in Marburg Kreisvorsitzender der überparteilichen Europa-Union war. Die Europa-Union ist der deutsche Zweig der europäischen Bewegung, die 1925 in der Schweiz gegründet worden ist. Das nur vorneweg. Und dann war ich seit 1993 bis 1998 im Thüringer Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten für Europa zuständig. Ich will Sie jetzt nicht mit den ganzen differenzierten Sachen zu Europa behelligen, aber ein Punkt wurde vorhin angesprochen, der Schumann-Plan. Oder wir Deutschen sagen vielleicht der Schumann-Plan. Ja? Dieser Schumann-Plan, der für die Gemeinschaft für Kohle und Stahl, verkürzt gesagt Montanunion, im Jahre 1952 in Kraft getreten ist, war ein echter Friedensvertrag für Europa. Und das sollen wir uns mal klar machen, dass am Anfang dieser Friedensvertrag für Europa stand. Jean Monnet, ein Mitarbeiter des Außenministers Robert Schuman, beziehungsweise französisch Robert Schuman, der ein Elsässer war, deswegen kann man es in beiden Sprachen auch aussprechen, hatte diesen Plan vorgeschlagen, der 1950, wir haben es vorhin gehört, dann vorgeschlagen worden war. Die Kohle und Stahl zusammenzuführen. Warum Kohle und Stahl? Kohle und Stahl, aus diesen Materien wurden Waffen hergestellt. Und nun wollte man Vertrauen schaffen, indem man eine hohe Behörde der Montanunion gebildet hat, die das kontrollierte, dass also innerhalb dieser Gemeinschaft für Kohle und Stahl da nicht irgendwer dann wieder Waffenschmieden errichten konnte. Und das war sozusagen der Anfang der heutigen Europäischen Union, denn damals waren schon mit dabei Frankreich, Deutschland, Italien und die Benelux-Länder. Und das ist, meines Erachtens sollte man immer wieder betonen, dass eigentlich die Europäische Union, wie sie heute existiert, am Anfang eine Friedensunion war oder das Ziel hatte, Frieden zu schaffen.